Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Show. Heute der HR2O Wasserpark. Ich habe mir gedacht, einfach mal irgendwas zu bauen, mal wieder was Neues, und das ist dabei rausgekommen. So, wir können jetzt mal hier ein bisschen rumfliegen. Wie man schon hört, H2O vom Namen her. Boah, Alter, die Welt ist noch nicht ganz generiert hier. Heißt es Wasserpark, das heißt, es ist ein Schwimmbad, ja. Mit Außenanlage in der Elbe hier. Ein bisschen vertieft, ne? Weil das hat hier einige nette Features, ne? Und dann können wir mal gucken. Jetzt sind wir einmal rundherum geflogen, dann können wir mal reingehen. Gerade die Framerate beim Zusammenbrechen. So, hier haben wir die Kasse. Schlechter Eingang nach unten und nur für Personalbereich, so ein kleiner Bereich. Hier oben ist dann noch ein Stück Technik. Und hier haben wir Bodenbeleuchtung. Hier haben wir nämlich schon die erste Halle mit der Bodenbeleuchtung, die man da sieht. Und die ist nicht beschriftet, das ist die Deckenbeleuchtung, die wir gleich später uns auch nochmal anschauen werden. So, hier geht's zum Unterwasserbecken. Da werden wir gerne mal gucken. Hier geht's zu den Umkleiden, Herren, Damen, Personal. Personal, wobei hier Kasse, ne? Und gehen wir mal hier rein. Dann können wir von hier aus dann hier weiter. Dann gibt es hier so ein kleines Becken, ist hier ein Sprungbrett und so weiter. Und ich würde sagen, wir schalten einfach mal die Deckenbeleuchtung ein. Schönes Szenario, ne? Schön. So, das hätten wir. Ja, so an sich ist das Becken eigentlich nicht so spektakulär. Es ist jetzt, wie gesagt, dunkel hier, wie man sieht. Zu schnell im Ausbewegung schon wieder. Und dann gehen wir mal rein und machen machen hier mal die Beleuchtung aus und die Beckenbeleuchtung an. Oh, die ist am schönsten, finde ich. Die ist wunderschön, oder? Von außen sieht sie schön aus, von innen kann man hier gut was erkennen. Diese schwarzen Streifen sollen hier sein. Sollen das solche Schwimmbahnen sein, wo man dann hier hin und her schwimmt, wisst ihr? Kann man hier hin und her schwimmen. Das ist halt vom Boden aus gemacht, ne? Können natürlich auch beides einschalten, kein Problem. So. Und ja, dann haben wir noch so einen Wärtersitz hier, der muss ja aufpassen, ne? Dann haben wir hier ein Sprungbrett, einerseits den Einer. Hui. Einfach mal das Einer-Sprungbrett. Dann haben wir hier, warte, den Dreier. Ja, also Dreier, deswegen drei Blöcke. 1, 2, 3. Und beim dritten ist es. Also Blöcke zählen ja auch so wie Meter in Minecraft. Und hier geht es dann auch rein. Und dann gibt es natürlich noch den Fünfer hier. Der ist 5 Blöcke groß. Ach du Scheiße. Ich hab hier was falsch gebaut. Moment. Der muss hier kurz auf den Saft streifen. Und dann geht der Pumper auch. So, das sind die Sprungbretter hier. Das ist jetzt auch erstmal der untere Teil. Hier hinten geht noch eine Tür rein zum Herrenumkleiden. Die Umkleiden kann ich auch nochmal kurz zeigen. Die sind ganz schlicht und ganz eng gehalten. Das ist ja normal. So, hier habe ich noch ein bisschen Technik offen gelassen, weil man hier rüber durch muss mit der Treppe. Dann haben wir hier oben ein schönes Restaurant für die Leute, die gerade nicht schwimmen oder so. Dann haben wir eine schöne Bar mit Hänge. Hier dieses Holz, was so rumhängt, das sowas liebe ich irgendwie, keine Ahnung. Und wir haben ein Lava-Problem. Zur Lava kommen wir da oben gleich. Aber hier erstmal das Restaurant und dann geht's hier auch weiter in den hinteren Teil. Im hinteren Teil des Gebäudes. Hier haben wir nämlich nochmal so ein Seniorenbecken. Hier ein Becken einfach, was ein Block tief ist. Ne? Also einfach schlicht gehalten. Die Beleuchtung hier ist auch schlicht gehalten. Also nicht sehr schön, aber der Ausblick ist schön. Der Ausblick ist zauberhaft. Und gehen wir mal hier rein. Hier haben wir die Sauna 1. Sauna 2 gehen in die erste rein. Die ist kleiner gehalten. Ich wollte hier zuerst Lava, irgendwas mit Lava aufhängen oder sowas. Aber das hat dann auch wieder nicht geklappt. Irgendwie das Holz zum Brennen gebracht und so weiter und so fort. Das sah dann alles nicht schick aus. Das ist die kleine Sauna hier. Jetzt natürlich noch eine zweite
Die ist ein bisschen größer. Hier hat natürlich auch eine ganze Glasecke hier. Man sieht, ne, mit Ausblick auf die Gebäude. So, gehen wir mal weiter. Das war's ja eigentlich auch schon. Es gibt natürlich noch einen Bereich, wo man nicht zu Fuß hinkommt, sondern wo man eigentlich schon fliegen müsste, was ja jetzt auch eigentlich kein richtiger Bereich ist, sondern es sind die Heizungsräume. Ganz einfach mal machen, wieder schalten. Bodenbeleuchtung lassen wir an. Genau, wir lassen hier alles an einfach. So, können jetzt auch wieder rausgehen. Und zwar gibt es hier noch den oberen Teil hier, wie man sieht. Das ist hier einfach oben mit Springboden gehalten, um es ein bisschen anschaulicher und schöner zu machen. Und hier unten einfach mal, falls es im Winter wieder kalt wird, weiß man ja, wie man heizen muss, ne? Mit einem schönen Becken. Und dann bräuchte man eigentlich nur noch ein Minecraft-Rohre und dann hat man es realisiert, dann kann man alle Zimmer beheizen. So, das war das Gebäude an sich schon. Es gibt aber noch einen Teil, den möchte ich euch zeigen. Der ist natürlich drin. Der ist drin. Einen Moment, der geht hier runter, das Unterwasserbecken. Das Beste kommt jetzt zum Schluss. Und ja, wie man sieht, es ist ein Becken unter Wasser, aber es ist auch ein gleichzeitigen Ausgang. Hier haben wir nochmal einen kleinen Heizraum. Vielleicht was interessant wäre hier mit tausenden von Öfen. Und dann geht es hier rein, und zwar, wer mutig ist, hier in die Elbe einfach rein. Ja, jetzt bin ich geflogen. Auch schön. Hier unter Wasser sieht man nicht viel, weil ich ziehe mir mal so einen Night Vision. Nee, das ist Underwater heißt das, glaube ich, irgendwie. Warte mal. Oh Gott. Hä? Da ist doch gerade. Waterbreaking. Breathing. Ist es das? Ich weiß es nicht gerade. Ja. So. Jetzt sieht man hier das ganze Becken von unten. Hier sieht man die Bojen, die sogenannten Bojen, wo man dann nicht weiter schwimmen sollte. Und dann haben wir hier unten das unser Becken hier. Hier haben wir erstaunlicherweise kein Wasser. Und dann haben wir hier unten hier noch einen kleinen Strand hier mit Liegestühlen und Handtüchern, sondern da stehen diese Teppiche. Und dann haben wir, das war hier mal eine alte Straße, wie man hier sieht. Das war nicht nur eine Straße, es war da hinten eine Autobahn, die hier durchs Wasser führte, nämlich der sogenannte Elbtunnel. Den musste ich jetzt abreißen und da bin ich auch noch beim Abreißen. Und wenn man dann Lust hat, kann man dann hier rausgehen, kann man dann sagen, ja, ich komme dann später wieder, und dann haben wir hier Strand und die Sprungbrettbretter. Hier haben wir wieder einen Einer, hier haben wir einen Dreier, hier haben wir einen Fünfer, hier haben wir einen, man muss sich jetzt nachzählen. Tut mir leid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8er und hier haben wir einen 10er. Hier haben wir auf jeden Fall einen 10er und... Hui, da springt man schon eine lange Zeit lang. Okay, das ist das H2O, H2O Wasserpark, so sage ich es gerne. Wie fandet ihr das? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Natürlich gab es so einige Probleme mit dem Lag da und so weiter und so fort, aber ich hoffe, das macht ja nichts. Und hier vorne haben wir noch so eine kleine Springbrunnenanlage, ne? Habe ich auch noch gar nicht so richtig gezeigt. Wie findet ihr das? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Gebt doch einen Daumen nach oben, Like, wenn euch das Video gefällt, oder ein Abo, falls ihr mehr sehen wollt. Dann sehen wir uns die nächsten Tage. Macht's gut. Ciao.